Ich lese Medikamente im Test von der Stiftung Warentest, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und ich bin angekommen im ersten farbigen Kapitel Haut, Haare beim Thema Akne. Und es werden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Und ich bin angekommen bei Salicylsäure in Klammern äußerlich. Salicylsäure weicht die obersten Hautschichten etwas auf. Mitesser lassen sich dann leichter ausdrücken. Das gelingt jedoch erst bei Konzentrationen von über 2% in ausreichendem Maße. Und das Ganze ist rot im Ampelsystem und damit wenig geeignet. Ich lese es vor. Wenig geeignet bei Akne, weil das Mittel nur 1% Wirkstoff enthält und Salicylsäure als Schemittel erst in einer Konzentration ab 2% sinnvoll ist. Acnefug Liquid ist nur eine 1%ige Lösung und deshalb wenig geeignet. Präparate mit Benzoylperoxid sind vorzuziehen. Wichtig zu wissen: Aufgrund der Schälwirkung von Salicylsäure kann sich die Haut röten und brennen. Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion dürfen Medikamente mit Salicylsäure nicht häufiger als 3 Tage hintereinander und nur auf kleinen, handtellergroßen Hautflächen auftragen. Mittel mit Salicylsäure dürfen Sie nicht gleichzeitig mit Tretinoin oder Isotretinoin anwenden, da Salicylsäure die Haut für andere Substanzen durchlässiger macht, nimmt sie diese Wirkstoffe dann in zu großen Mengen auf. Die Folge: starke Hautreizungen. Für Schwangerschaft und Stillzeit: Arzneimittel mit Salicylsäure sollten Sie in der Schwangerschaft nur nach Rücksprache mit einem Arzt und nur auf höchstens handtellergroßen Flächen anwenden. Während der Stillzeit sollten Sie diese nicht auf der Brust anwenden. Es geht weiter mit Schieferöl. Tschüss.